Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zum dritten Vlog hier from New York City. Und ja, ich sitze im Auto, ich habe mir ein Auto gemietet, denn für mich geht's jetzt zum guten Freund, den ich hier kennengelernt habe. Hallo, peace doch. Okay. Was hast du gesagt? Peace. Aber gestern Abend schon da, aber ich bin eingepennt, dann ist er morgens los, weil er mit seinen Kunden da ist, auch irgendwie irgendwas Weihnachtsmäßiges macht, ich glaube Geschenke bringt oder sowas. Wir haben uns 2 Jahre lang nicht gesehen, deswegen freue ich mich sehr. Ich fahre jetzt nach Connecticut, zeige euch das Haus. Dann Kevin, falls ihr den noch nicht kennt, es gibt immer auf meinem Channel hier einen Vlog, wo ich so eine Vlogreihe, wo wir von Philadelphia nach Los Angeles in 8 Tagen gefahren sind mit einem Auto. Könnt ihr gerne mal gucken, da haben wir uns nämlich kennengelernt und hat sich eine Freundschaft aufgebaut, die ich sehr gerne pflege und wir haben es wie gesagt durch Corona und allem drum und dran 2 Jahre nicht gesehen. Da habe ich mir jetzt für 2 Tage mal ein Car gemietet. Ich fahre zum ersten Mal, glaube ich, durch New York, also selbst mit einem Auto, aber ist ganz entspannt, also no stress so. Es ist halt irgendwie, ja, es ist eine Big City so, aber die Verkehrsregeln sind eigentlich so wie in Deutschland, also alles relativ entspannt. Wenn du nur über ein Stoppschild fährst, wenn mal in Los Angeles passiert, das sehen sie nicht so gerne, die Polizisten. Da kriegst du richtig einen reingedrückt so. Ich fahre ihn jetzt besuchen, wie gesagt, auch mein erstes Mal hier durch Amerika mit einem Car. Das zeige ich euch jetzt noch. Ja, das Auto habe ich mir hier gemietet. Es war alles schon irgendwie full booked, also du musst reservieren. Ich war schon in so einer anderen Autovermietung, die hatten kein Auto mehr. Und dann hatte ich hier diesen Toyota, das ist ein Pickup. Ist relativ gut, fährt sich entspannt. Hat jetzt so circa für 2 Tage $600 gekostet. Also der Preis war natürlich hoch, weil du hast es ja nicht reserviert. Und gerade zur Weihnachtszeit sind die Sachen auch einfach ein bisschen teurer. Und damit fahre ich jetzt erstmal hier 2 Tage durch New York City. Hier seht ihr nochmal unsere Unterkunft. Da haben wir den Juice-Laden direkt. Da können wir uns immer irgendwie freshen Juice holen. Hab mich hier auch eingedeckt jetzt hier mit Gin Juice, Cold Brew. Dann hier Ingwer-Shots, Kombucha, kann ich nur empfehlen, ist immer gut, ist so ein Pilz, der damit drin ist, irgendwie müsst ihr euch mal belesen. Dann habe ich hier meine Juices, so Rosenwasser, stress-free. Und hier haben wir auch noch Cleansing Aloe Water. Ja, und ein paar Sachen für Fotos, 2 Stunden Fahrt. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. So, Freunde, ich bin hier angekommen in Meriden. Hier wohnt Kevin. In diesem schönen Haus. Also falls ihr Kevin nicht kennt, können wir auch alles mal in einer Kurzfassung erklären. Ich zeige euch alles gleich und seine Frau auch, Ashley. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen, ich habe mich sehr gefreut. Und jetzt gehen wir mal da rein und jetzt zeige ich euch mal, wie ich begrüßt wurde von Kevin. Das ist ein richtiger Kevin manchmal. Sag mal Hallo zu den Leuten hier auf YouTube. Hallo, peace doch. Okay, was hast du gesagt? Peace doch. Oh, peace doch, ja, ich verstanden. Pick up, wir sind der Schlamm. Ich hab ein bisschen... Ja, alles klar. Wir werden uns gleich mal entspannt hinter. Schöner Christmas Tree. Das ist Ashley. Ashley. What is Kevin doing? What is Kevin doing? Is Kevin wir lernen jetzt zusammen Englisch. What is Kevin doing? Kevin hat little holes, was heißt das? Ah, ja, also. Ja, ja. In German. Loch in German. Loch. Okay, Loch. Wir lieben die Löcher in Deutschland. Ja, und jetzt ist Kuchen. Kochen, wir sagen kochen. Kochen, yeah. Every day. Every day. It's good. Yeah. Die Frau müsste macht Essen für das Mann. Immer. Ja, ja, das ist das. In Germany the girls not cooking. Ja, können nicht kochen in Deutschland. Ja, komm mit deiner dominikanischen Mutter und du müsstest machen. Ja, nimm doch mal ein Beispiel, Ashley. Ich kenne einige Mädels, die so von Kochen gar nichts halten. What do you think about girls that can't cooking? So many women want the men to pay the bills, to do all their stuff. But if you cannot cook for your man or you can't do anything else or there's so many women that they can't cook and they don't want to pay the bills, they don't want to do other stuff, so what are you going to do? Like my husband built this whole house for me. How is it fair for him to build a whole house, fix my cars, do all our stuff, but then I can't cook him a meal? That's just my opinion, right? And you're not a woman. Well, I think that women should learn, like any person, no matter if you're a man or a woman, should learn how to cook. There's so many people that don't know how to cook. And I said, how are you going to eat? You can't cook, how are you going to eat? Ja, idyllisch hier auf jeden Fall. Ja, machen wir gleich mal so eine schöne Roomtour hier und dann können wir mal ein bisschen zeigen. Ich bin ja zum ersten Mal auch hier. 2 Jahre habe ich dich gesehen. Den habe ich auf jeden Fall vermisst, Diggi. Ja. So, in diesem Sinne. Hey. Kevin, machen wir gleich mal eine Roomtour, ne? Würde ich sagen. Zeigst du uns mal das Haus. Das ist das Haus. So sieht es jetzt momentan aus und vorhin war das eine reine Katastrophe. Thank you.
Hier, das wird noch erneuert hier. Hier kommen Bluesteine hin. Da, die warte ich noch. Die sind in China. Und komm rein in die gute Bude. Wie ihr sehen könnt, das alles war vorhin gar nicht. Wir haben komplett das Haus doppelt isoliert. Also das Dach habe ich komplett neu gemacht. Das Haus ist doppelt isoliert. Ich habe neue Fenster eingebaut. Das habe ich alles selber gemacht. So sieht das Haus von der Seite aus. Wir haben europäische Lichter von Amazon bestellt, und weil die kann man so in Deutschland, in den USA nicht kaufen. Die Treppe habe ich komplett neu gemacht, weil am Anfang war, hat die eine ganz andere Stufen gehabt. Die Stufen waren viel höher. Jetzt ist es angenehm, hoch und runter zu laufen. Kommt mit! Das ist unser Schlafzimmer. Ich mich das erste Mal gefragt habe, als ich dieses Zimmer betreten habe. Welcher normale Mensch streicht aus so ein Zimmer? Und so hässlichen Farben. Ich bin absoluter Fan von der Farbe. Es ist ziemlich warm hier. Es ist, hat einen angenehmen Geräuschpegel, weil wir nicht die Straßen bzw. das Geräusch von außen hören können. Wie gesagt, weil wir ja doppelt das Haus isoliert haben. Es ist nicht, dass ihr denkt, ich laber einen Quatsch. Das wurde komplett alles aufgerissen. Wir haben neue Wände durchgezogen. Wir haben Regisplatten angebracht und ja. Und halt dann aber auch gestrichen. Wir haben Moldings angebracht, wie ihr sehen könnt oben. Und wie gesagt, alles neu beleuchtet. Alle Steckdosen sind komplett neu. Das ist unser Badezimmer. Also das Haus ist ziemlich klein. Nicht, dass jetzt einer sich wundert, warum das Badezimmer so klein ist. Im Endeffekt war das Badezimmer viel kleiner, aber wir haben das Badezimmer ein bisschen vergrößert. Das soll mal ein Badezimmer werden, das muss ich nur vergrößern. Und da haben wir jetzt noch ein paar Wände. Was wir konnten. Die Farbe hat es ein bisschen, das ist eine besondere Farbe. Ashley hat die rausgesucht. Ja, wir haben alles gefliest, wir haben Boden gefliest. Und jetzt kommt was Special. Und wo ist der Spiegel? Der Spiegel, wir haben noch keinen Spiegel. Wir haben momentan noch keinen Spiegel oder Toilettenhalter oder sonstige Dinge. Oder wie sagt in Deutschland, Handtuchhalter. Weil ich bin so viel mit meinen Kunden beschäftigt, dass ich gar keine Zeit habe, so Zeug anzubringen. Es ist unfassbar. Ich muss nur die Türen streichen. Ich muss noch die Türklinken anbringen und gewisse andere Dinge. Also, I hope you understand this, but business is business. Das ist hier ein kleines Büro. Also wie gesagt, wir haben noch hier Sachen drin. Ich bin nicht fertig, aber ja. Hier ist unser Ankleidezimmer. Auch ziemlich klein momentan. Wir wollen eigentlich einen großen Schrank holen, aber wir hatten noch keine Zeit, den abzuholen. Jetzt gehen wir wieder runter. Das ist unser Flur, ein ziemlich kleiner Flur. Wie ihr sehen könnt, du siehst eigentlich vom Wohnzimmer siehst du direkt raus. Was eigentlich auch in den USA Standard ist, du hast eine Sturmtür. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Das ist die Haustür, das ist die Sturmtür. So, ich kann 24 Stunden meine Türe offen lassen, ohne dass jemand einbrechen kann, weil das ist eine Hochsicherheitstür. Und ja, das ist unser Wohnzimmer. Es gibt noch Dinge, die muss man noch reparieren. Das ist unser Feuerzimmer. Den Ofen haben musste ich selber anschließen, weil niemand mehr arbeiten möchte hier in diesem Land. Unfassbar, niemand will mehr arbeiten. Leute kommen und sagen, die kommen, aber die kommen nie. Und dann haben wir hier, das ist unser zentraler Bereich, wo wir eigentlich das ganze Haus beheizen. Also ich habe trotzdem eine Heizung, aber die kann ich ausschalten, weil dieser Ofen heizt unser komplettes Haus. Und das ist unsere Küche, das ist unser Highlight, weil das war da vorne Garage. Es hört sich jetzt verrückt an, das war wirklich eine Garage. Das war wirklich eine Garage und wir haben den Boden hochgebracht und haben eine Küche reingebaut, weil hier war vorhin eine Küche. In dem Bereich war vorhin eine Küche. Also da, wo wir jetzt stehen, das war die Küche davor. Und jetzt haben wir sie hier, wo die Garage war. Und das ist nur ein Gästeklo. Ja, das war da vorhin auch nicht. Das habe ich auch alles neu gemacht. Also, es war wirklich viel Arbeit, aber ich habe halt Corona genützt und habe halt das komplette Haus renoviert für uns. Das ist unsere Küche, ist ziemlich klein, aber fein. Wir haben einen TV, was in den USA Standard ist. Ja, was will ich dazu sagen? Das ist halt unser Essbereich, wo wir essen, unser Magen füllen. Okay, okay, Kevin Titans. Das war jetzt die Raumtour, die Roomtour. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Mann hat es halt einfach drauf. Das ist ja auch dein Business. Er arbeitet ja auch, wie man sehen kann, zum Beispiel Umriss. Das ist seine Firma. Und ja, also handwerklich auf jeden Fall richtig begabt. Das muss ich mal reinziehen. Ich habe ja die ganzen Bilder eingeblendet. Also er hat hier wirklich Arbeit geleistet. Da kannst du sehr stolz drauf sein. Ashley, das ist übrigens Ashley. Und das ist die Frau von Kevin. So, the important thing is we bought this house for closer from the bank for really cheap. For 100, um die 100.000 Euro, Dollar.
Und dann haben wir $80,000 reingesteckt und jetzt hat das Haus einen Wert von $300,000. Könnt ihr mal sehen. Also Immobilien, wisst ihr Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, Ashley hat gekocht. Wir freuen uns sehr, essen jetzt und dann gehen wir nachher noch nach New York City. Ja. Und du musst, Ashley muss leider arbeiten. Ich bin Krankenschwester, so. Ja, aber gut, Krankenschwester gut. Ja, ja, ja. In Germany, you know, in Germany, the nurse, on the month, yeah, maybe 1,500 brutto. Oh shit, what the fuck is that? Why would you work in that? Yeah, yeah. That's the problem. What earn a nurse in America? So, alles as, I say the States, alles ist anders, aber ich bin ein travel nurse, oh, und das ist viel besser, viel, like a lot more. Yeah. Like influencer. Like a lot more. Und du sagst ja auch, hier werden ja auch Krankenschwestern und alle Leute, so Polizei und Fire Departments mehr geschätzt. Ne? Oh ja, yeah, das sind Heroes hier. Ja, yeah, yeah, they're heroes, because yeah, you have to think, what's gonna happen when you get sick? Someone has to take care of you. Schau mal, alleine nur die Ami-Filme. Du hast immer eine Krankenschwester, einen Feuerwehrmann oder yeah, have to cook, oder genau. I know, that might. Ja, es ist einfach so. Ich meine, würdest du mal achten, in jedem Film, fast in jedem Ami-Film ist immer ein Polizist, eine Krankenschwester oder aber auch ein Feuerwehrmann drin. Immer. Das sind hier die absoluten Heroes, ja, und das sollte man weltweit anerkennen. Ja. Das sind die Leute, die dir irgendwann den Arsch retten oder den Arsch putzen. Ja. Und du weißt, in Germany, da werden die wirklich, das ist, also was da teilweise verdient wird. Da habe ich schon öfters was zu gesagt, die sollten auf jeden Fall mehr geschätzt werden. Aber gut, wir sind ja in Amerika, andere Sitten, andere Titten. Wir essen jetzt auf jeden Fall Essen und ich freue mich sehr aufs Dinner. Okay, alles klar. Ashley hat für uns gekocht. Soll ich das mal an? Danny, was serve you? Ja. Thank you very much, Ashley. You're welcome. Thank you very much. Das ist von Ashley, der Dad. Und ja, was sagst du zu Deutschland? Hallo Deutschland, Bockwurst mit Senf. Bockwurst mit Senf. Danke, in diesem Sinne. Das liebe ich so sehr, ne? Das liebe ich so sehr in Amerika. Weihnachten wird so krass zelebriert, aber auch Halloween und alles. Also wie die so ihre Häuser schmücken und alles. Einfach nur geil, wirklich, muss man einfach mal sagen. Dort auch. Ja, ich denke mal, in anderen Straßen sieht man es noch mehr oder machen es viel mehr, aber das ist auf jeden Fall schon ein Hingucker. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt nach New York City und machen da noch ein bisschen Stuff. Zwischenstopp, wo sind wir jetzt gerade hier? Aaron, wo sind wir? Garfield. Okay, Bro, dann eine Sache. Wir sehen uns ja jetzt so in Amerika auf jeden Fall. Wo erstmal das letzte Mal, ja? Und deswegen. Ich hoffe nicht. Nein, jetzt in Amerika, aber. Also für dich einfach, was möchtest du als Message noch sagen, so als Abschluss, wenn wir uns jetzt gleich verabschieden hier? Danny, ich hoffe, dass wir hier nach Amerika rüber moven, dass wir die nächsten Jahre einfach unsere Sachen hier machen, weil wir nicht mehr nachts, nächtelang darüber nur sprechen können, sondern langsam in Bewegung kommen. Und es ist gut, dass wir heute schon mal hier sind, dass wir uns das zweite Mal treffen, dass wir so ein bisschen so ein Feeling bekommen, wie es ist, wenn wir hier so sind. Und ich kann nur sagen, mehr davon, weil das ist gerade noch nur eine Idee davon, eine ganz kleine Idee. Und was ich den Leuten sagen möchte ist, guckt euren Gegenüber einfach mal in die Augen, freut euch, seid dankbar für eure Freunde, für eure Family, nehmt den Moment, der da ist, so wie jetzt zum Beispiel Danny und ich, wir sehen uns hier, nehmt das nicht für, als selbstverständlich einfach und macht nicht alles immer zu Problemen, wo keine Probleme sind, sondern konzentriert euch auf die Dinge, die ihr wollt, die Bock machen und teilt die mit anderen. Teilt auch eure Träume mit anderen. Teilt eure Ängste mit anderen. Macht euer Herz auf. Also Bro, wir sehen uns. Bleibt stabil. Same. Lebt euer Leben ein bisschen mehr. Die Zeit ist nämlich am Rasen, Digga. Oh ja. Also, wir fahren jetzt rein nach New York City. Viel Spaß euch, Jungs. Wir sind jetzt nochmal zum Times Square gefahren. Falls euch fragt, warum ich so eine Maske auf habe. Ja, also wir haben jetzt gerade ein TikTok-Video gedreht. Nüsse. TikTok übrigens, könnt ihr bei mir auch finden, einfach mal Danny Dietke da eingeben. Ja, wir sind hier mitten am Times Square. Hier wird auch New Year's Eve zelebriert. Also das heißt, hier ist dann alles so voller People. Und dann zeige ich euch das mal kurz. Dort oben seht ihr die 2021 und dann droppt da der Ball nach oben und dann 2021.
22. Hier wird das dann alles gefeiert. Wir waren schon mal hier. Wenn du in der ersten Reihe stehen möchtest, ne, und du musst mal pinkeln, dann ist es natürlich schwierig mit pinkeln, weil du halt in der ersten Reihe stehst und kannst da nicht raus. Und ich glaube, jetzt in diesem Moment, wo wir gerade die Filmaufnahmen machen, schneit's einfach. Es fängt einfach an zu schneien. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Heute, wo ich gerade diese Aufnahme mache, ist der 24. Dezember. Es fängt gerade an zu schneien. Ist das nicht nice? Ich nehme mal die Maske ab. Kommt ein bisschen komisch, nicht, dass die Leute sich hier fragen, was ist mit denen los? Gehen wir nochmal in diese Richtung hier. Es ist spät, hier ist kaum noch einer. Lasst euch hier nicht verarschen am Times Square. Und ja, guckt, zeigt das mal alles schön. Ja, es ist... Ja, Kevin, okay. Es ist auf jeden Fall der Hotspot hier in Amerika. Hier bist du eigentlich relativ safe, weil die Polizei steht überall. Eine Frage noch an dich. Wie findest du es hier am Times Square? Schön. 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 Gut, ich finde es auch schön hier. Ja. Wir gehen jetzt schlafen, wir fahren jetzt wieder nach Connecticut. Es schneit. Wow, das war gut knapp, Digga. Genau zum 24. Dezember schneit's in New York City. Okay, da sieht man es jetzt nicht so krass, aber hier sieht man es. Bin mal gespannt, ob es noch mehr schneit. So, jetzt sieht man es nochmal richtig. Ist richtig am Schneien hier. So, guckt euch diesen saftigen Burger an. Hab mir jetzt auch einen gegönnt. Und mit Chicken Style, die Patties sehen auch immer so richtig nice aus. Wie dem auch sei, hat es mich sehr gefreut, euch mal zu zeigen, wo Kevin wohnt. Kevin ist einfach von Deutschland damals nach Amerika gezogen mit seiner Frau Ashley und hat die Möglichkeit bekommen und wohnt auch hier schon seit Jahren und hat auch gar keinen Bock mehr auf Deutschland, muss man auch einfach mal so sagen, da braucht er gar nicht irgendwie verduschen. Er liebt halt einfach Amerika und ist auch völlig in Ordnung. Ich liebe es auch hier, diesen Lifestyle und alles drum und dran. Ashley habe ich damals in der Dominikanischen Republik kennengelernt. Wir haben dann eine Fernbeziehung durchgezogen. Ich bin dann nach Thailand gezogen, habe dort ein paar Monate gelebt und von Thailand bin ich dann anschließend mit zwei Suitcase, also zwei Koffer, wie Arnold Schwarzenegger, nach Amerika gekommen. Schön! Und wo hast du vorher in Deutschland gewohnt? Kalkobetar, Schwäbischen Alb. Ja, das war auf jeden Fall die Vlog-Reihe aus New York und natürlich auch Connecticut. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Nächster Vlog ist dann in Miami und was da alles so auf uns zukommt, I don't know. Bin sehr gespannt, freue mich da auch wieder zu sein. Wir waren auch schon mal zusammen in Miami. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und munter und ja, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne in die Comments, gebt Feedback. Feedback ist immer sehr wichtig. In diesem Sinne sage ich auf jeden Fall, haut rein. Was ist dein Schlusswort? Schön. Alles klar, dann auf jeden Fall, das war das Schlusswort von Kevin. Bis zum nächsten Video, haut rein.